Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Nexomon Extinction. Wir befinden uns in Cardium. Komm, komm schon, das ist eine seltene Gelegenheit. Eine verlorene Stadt, die von der Gilde selbst aufgebaut wurde. Ja, hier ist Amelie hingeflohen. Cardium, die Stadt der Wissenschaften. Wer zurückgeblieben ist, widmete sein Leben der Forschung. Ihre Nachkommen sind bestimmt Genies. Okay. Genies. Oh, es sind Idioten. Es scheint, als hätten sie ihr einen eigenen Dialekt entwickelt. Kannst du dir vorstellen, in einem Storywriter bares Geld für so einen Inhalt zu zahlen? Aber das ist die Stadt der Wissenschaft. Nun ja. Aber dein Mentor sagte doch, irgendwas sei hier schiefgelaufen. Was ist hier passiert? Was hat das verursacht? Lass es uns herausfinden. Wir müssen diesen Ort erkunden. Eventuell ist jemand in der Lage, mit uns zu kommunizieren. Das ist unsere einzige Hoffnung, mehr über Amelies Verbleiben herauszufinden. Ich denke, der alte Opa, der könnte doch noch unsere Sprache kennen, oder? Aha, Zelte. Ja, okay. Cardium. Das Bild sah ein bisschen, hat mich ein bisschen an Bikini Bottom erinnert. Aber okay, das lassen wir mal. Okay. Ach, ich denke, ich weiß schon, mit wem wir hier reden müssen. Mit dem alten Opa da links. Oder Opa? Oh. Doch nicht. Dachte, der Opa redet mit uns. Okay. Ah, warte, hier ist was im Sack. Im Sack ist da nichts Wichtiges drin. Oh, du? Du auch nicht? Also meine Menschenkenntnis, ne? Ein Geist? Hat nun ungefähr 1000 Jahre Zeit, die Welt zu erkunden. Wir kennen jeden Winkel. Hahaha. Okay, der redet zumindest mit uns. Ja, auch nicht. Ich finde, die sehen alle so besonders aus. Oh, hallo, ja, ich bin ein Geist. Ich habe diese dumme Stadt zusammen mit meinen Freunden entdeckt. Niemand glaubt uns, wenn wir ihnen sagen, dass es hier eine Unterwasserstadt gibt. Ja, okay. Gehen wir nach hier hin. Auch nicht. Hallo, Koch. Du, wieso stehst du hier so? Aha. Okay, also ich gebe hier gleich auf, ne? Die Leute hier scheinen sich nicht an Geistern wie mir zu stören. Ich mag diesen Ort, er ist ganz anders als die Oberfläche. Kann ich da rein? Nee. Okay. Also hier habe ich jetzt niemanden getroffen, aber vielleicht ist die Stadt ja noch größer. Hier ist ja überhaupt niemand. Aber hier können wir rüber. Oh Gott. Hier gibt's nächste Mons. Oh, 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 oh. Okay, okay, fliehen bitte. Fliehen, danke. Dann gehen wir erstmal noch in die andere Richtung, wenn es hier schon wieder rausgeht. In die weite Welt. Dann gehen wir einmal nach unten. Ah, hier geht's weiter. Ich wusste doch, irgendwo geht's hier noch weiter. Aha. Okay. Dankeschön für die Hilfe. Sprichst du Deutsch? Nein? Mann, ey, hier spricht niemand Deutsch. Oh, die Wahrsagerin da vielleicht. Okay. Hier wird hart gehasselt. Wie man es nennt. Ah, das ist überhaupt keine Wahrsagerin. Sah so ein bisschen aus. Okay, da darf ich auch nicht hin. Das heißt, wir können nur noch nach links gehen. Nach oben links. Okay. Aber schönes Haus habt ihr da, Leute. Schönes Haus. So. Das ist ein Wissenschaftler. Der kann bestimmt unsere Sprache. Aber erst haben wir hier eine Orange. Was glauben wir hier Schönes?
Ein Donut, nice. Ah, hier müssen wir hin. Kann ich dir helfen? Hey, dieser Typ spricht Deutsch. Oh, ihr seht eindeutig nicht von hier. So, was führt dich in unser bescheidenes Cardium? Ist die Welt an der Oberfläche wirklich so schlecht, wie alle sagen? Hat der Klimawandel euch endlich eingeholt? Kennst du jemanden namens Amelie? Sie müsste... Ei, ei, die gute alte Emmy verkriecht sich in ihren schicken Labor jeden Tag und jede Nacht. Können wir in ihr Labor einbrechen? Nur der Präsident der Gebieter von Cardium hat die Zugangsschlüssel, aber er macht keine Fremden. Tja, wir können nicht mal mit den Leuten hier reden. Was soll dieses Gelaber, Geblabber? Oh, das sind Idioten. Als der Präsident die Stadt übernahm, hat er ein paar Veränderungen getroffen. Es ging ziemlich schnell bergab. Jedenfalls, ich muss noch ein paar Reparaturen erledigen. Man sieht sich später. Wow. Also müssen wir das Vertrauen von diesem Präsidententyp gewinnen. Wenn wir in Amelies Labor wollen, sollten wir diesem Typen nicht folgen? Nur er kann mit anderen kommunizieren. Ein Versuch ist es wert. Er ist nach Osten gelaufen. Okay, okay. Schnell hinterher, Leute. So. Wir spionieren nicht mehr in Among Us, sondern wir spionieren jetzt hier Nexomon. Super. Perfekt. Okay, okay, er ist nach Osten gelaufen. Komplett nach Osten? Oder ist er jetzt hier irgendwo? Nee, übers Wasser kann er ja nicht, denke ich. Den Frost hat er nicht. Okay, er ist immer noch abgesperrt. Das heißt, er muss hier links irgendwo sein. Oder hier oben? Ne, da oben ist er nicht. Wahrscheinlich hier. Ne, da auch nicht. Wo ist er hin? Da ist er auch nicht. Da müssen wir runtergehen und da gucken. So, wo ist der Opa? Oder ist er echt nach außen gegangen? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Okay. Da ist er immer noch. Ist er hier drin? Nein. Okay, dann ist er wirklich nach Osten gegangen. Komplett nach Osten. Aber ich dachte, übers Wasser können nur wir? Mann, Mirida. Hast du uns angelogen? Hä? Ich hab dich nie angelogen. Ich hab nie gesagt, dass andere Leute nicht meine Kraft haben. Okay, okay, sorry, Mirida. So, erstmal eine Eisbrücke. Und dann kämpfen wir trotzdem, weil ich glaube, wir brauchen die Erfahrungspunkte tatsächlich. So wie das hier aussieht. Ich hätte ganz gerne noch eine Wasserattacke. Eine Pflanzenattacke, die auch gut ist. Ich meine, wow. Giftwolke. Betäubt. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Forea. Okay. Oh, eine Uhr. Okay, ich fliehe jetzt doch. Leute, ich fliehe jetzt doch. Training mache ich offscreen. Oh. Ach, hier kann man hoch. Hier ist eine Kiste. Oh, ein Begleiter. Wir haben einen neuen Begleiter. Den rüsten wir natürlich aus. Da haben wir den Süßen. Die Süße. Aber hier ist noch vieles intakt dafür, dass die eigentlich hier kaputt sein soll, alles. Da ist er ja. Wollt ihr mir unbedingt mit den Reparaturen helfen? Oh, na gut. Ihr habt den Job, aber ich kann euch keine guten Belohnungen geben. Es gibt insgesamt 4 Generatoren, die wir reparieren müssen, okay? Mein Name ist übrigens Darek. Beschützt mich vor dem wilden Nexomon. Dit ist alles. Okay. Super, mache ich doch locker. Mache ich doch locker. Okay, du wolltest nach hier oben, oder? Wir gehen mal herum. So. Also, was? Ah, hier. Sowas zum Beispiel. Oh ja, der ist kaputt. Okay, dieser Generator sollte wieder funktionieren. Fürs Erste. Amelie Forschung braucht einfach so viel Energie. Da werden sie nicht lange halten.
Naja, eins nach dem anderen. Okay. Oh, hallo. Ich bin kaputt. kaputt. Ich will ja fliehen. Hier. Super. Okay, den Generator haben wir auf jeden Fall. Dann können wir wieder zurückgehen. Oh mein Gott. Der ist gruselig. Der erinnert mich aus einen aus Lilo und Stitch aus der Serie. So, genau. Oh, hier ist ein Haus. Okay. Oh Gott, wieder dieses Gehirn-Dings. Hallo, ich wollte nicht angreifen. Aber du machst echt viel Schaden. Dann darfst du nochmal angreifen. Und nochmal bitte. Super, gut gemacht. Das sind echt viele Erfahrungspunkte tatsächlich. So. Haben wir hier auch einen? Ja, hier ist auch einer. Armer Generator kann nicht mithalten bei den hohen Energieverbrauchen in Cardium. Zock, 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 zock. Okay. Oh, hier haben wir noch was Schönes. Weg mit dir. Ein Trank. Super. Bin ich die Leiter seitlich runtergegangen? Ja, wer kann's, der kann's, ne? Wer kann's, der kann's. Oh, du siehst ja gruselig aus. Du siehst echt gruselig aus. Muss ich auf jeden Fall ganz schnell weg. Okay, wir gehen erstmal hierher. Und hopp. Boah, ich kann echt weit springen. Oh, eine Qualle. Tschüss, Quali. Wir sehen uns bald wieder. Aber erst, wenn ich tot bin. Okay, da unten ist was. Oh, Mülleimer. Ein Elixier. Wie kommen wir hier rüber? Das ist kein Wassersymbol. Oder? Ich komme hier nicht rüber, Leute. Da ist kein Wassersymbol. Oder ist der Generator unten an? Das kann natürlich sein. Aber aktuell ist da kein Wassersymbol. Vielleicht gehen wir einmal nochmal rein und raus. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Da ist kein Wassersymbol. Okay, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Oder ich darf den noch nicht machen. Ich soll erst den anderen machen. Das kann natürlich auch sein. Oh, hier geht's noch nach unten. Alter, hier sind so viele. Oh, nervig. Gibt es hier keinen Schutz oder sowas? Wiederbeleber, sehr nett. Wie bin ich denn hier unten gelandet? Das ist ja hier ein reinstes Labyrinth. Das erinnert mich an, Gott, wie heißt denn die Stadt nochmal? Castelia? Aus Wizard 101, ey. Sah auch so ähnlich aus. Alter, was ist das hier alles? Was ist denn los? Da ist noch ein Generator. Ah, von der Seite geht's auch gut. So, der funktioniert jetzt auch. Da unten geht's nicht weiter, oder? Ah, da ist aber eine Kiste. Die hole ich mir natürlich. Ah, ein EXP-Booster. Super. Rechts geht's nicht weiter. Okay, gut. Oh, da haben wir schon die Weiterentwicklung. Machst du da? Mit so einer Kugel da. Noch eine nächste Trap. Was ist das groß hier, ey? Okay, hier geht's wieder hoch.
Also den ganz rechts, den Raum, den müssen wir mal im Kopf behalten. Ah, dann sind wir hier. Okay. Aha. Oh, der sieht cool aus. Aber was machen wir jetzt mit dem einen Raum hier rechts? Von hier unten geht's nicht. Ah, oh mein Gott. Ich kann da drunter herlaufen, Leute. Nicht mein Ernst. So gut wie neu. Wobei, nein, dieses Ding wird an eines Tages explodieren. Ihr solltet Cardium wirklich so schnell wie möglich verlassen. So, das war's, ne? Sehr gut. Bringst du uns wieder zurück, dass wir nicht... Ah, oh, super. Danke, Freunde. Ihr habt Cardium ihnen Dienst erwiesen. Hier habt ihr eine kleine Belohnung. Sehr schön. Ich bin froh, dass ihr darauf bestanden habt, mir zu helfen. War nur ein kleines bisschen merkwürdig. Wir hatten gehofft, dass dieser Präsident uns einen Gefallen schuldet fürs Retten der Stadt. Vielleicht lässt er uns jetzt in Amelies Labor. Hahaha, oh mein Gott, ihr Kinder. Oh, es tut mir leid, Leute, aber er kümmert sich nicht um die miesen Maschinen. Verfliegst, es würde mich schockieren, wenn er überhaupt wüsste, dass Cardium unter Wasser ist. Was? Was ist das für ein Kerl? Er ist der König der Idioten und wenn ihr etwas von ihm wollt, gibt es nur eine Sache, die ihn kümmert. Die Mega-Arena der Verdammung. Die Mega was? Schaut mir nicht so an, er hat sich den Namen ausgedacht. Es ist eine Art Turnier zu deiner Belustigung. Die Gewinner bekommen alles, wonach sie sich ersehen, wie den Zugang zu Amelies Labor. Aber wir können nicht mal mit den Leuten hier reden, es ist nur Kauderwelsch. Wie wär's, wenn ich für euch dolmetsche? Mit mir könnt ihr mit den anderen Idioten reden, ganz einfach. Du klingst sehr stolz. Die Arena ist im Süden der Stadt. Ich helfe euch zurechtzufinden. Nie ohne Sache. Okay, dann gehen wir noch zur Arena kurz. Sehr schön. Ich kann jetzt mit dem Typen reden. Mit allen hier wahrscheinlich reden. Ja. Ich würde aber sagen, das war's mit dem Part. Wir testen mal. Oh. Super. Ah, guck mal. Jetzt können wir auch hier heilen. Sehr schön. Ja, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir zur Arena gehen. Bis dann, euer Kamitaut rein und ciao.